Hey Leute, was geht ab, euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute gibt es das Topps Magitex Special Zusatzpack, Extra Pack, keine Ahnung, wie man dazu sagen kann, weil dieses Pack habe ich ganz billig auf eBay ersteigert und ich habe mir einfach gedacht, ja, hole ich mir das Ganze mal, weil ich die orangene Serie jetzt hier nicht so wirklich gesammelt hatte und da mit diesem Pack kann ich, denke ich mal, gute Powerkarten hier bekommen. Hier haben wir Marco Marin drauf, Gustavo, Jakonan. Oh, wer ist das denn hier? Kenne ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Oh, ich habe da schon was gesehen hier, Leute. Die orangene Serie und dieses Spezialpack öffnen wir heute einfach mal gemeinsam. Ich glaube, 1,50 habe ich dafür insgesamt bezahlt, Leute. Und dafür kann man auf jeden Fall nicht meckern. Kriegt man auf jeden Fall geile Pflanzkarten und so weiter. Und gerade diese orangene Serie habe ich noch nicht so, hatte ich damals nicht so wirklich gesammelt. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall umso mehr. Und ich habe keine Ahnung, bis wo. Oh, hier fängt schon an, Leute. So viele Glanzkarten? Tatsache. Wir gehen jetzt einfach mal die Basekarten durch. Das Design von früher war in Ordnung hier, ne? Hier vielleicht den Vereinsnamen hätte man ein bisschen stärker raufdrücken können, aber ansonsten richtig cool in meinen Augen. Patrick Funk von Stuttgart, Ricardo Clark, Stranzel, Clemens ist das da drauf, oder? Ich würde jetzt sagen, das ist Clemens, dieser Herr hier. Diego, uiuiui, Leute, die brasilianische Legende von Wolfsburg, da vorne noch bei Bremen gespielt. Also der hat auf jeden Fall schon was drauf gehabt, Leute. Sein 90, 80 Meter Tor da, 70 Meter Tor. Nikolai Jürgensen von Leverkusen, Ron Robert Zieler. Spielt er jetzt bei Stuttgart, ne? Der Ron Robert. Almo Koyen Nürnberg, Sebastian Rudi, damals Hoffenheim, jetzt zum FC Bayern München gewechselt natürlich. Goiko Gaccia, Thomas Kraft hier, Leute. Schaut euch diese Karte mal an. Thomas Kraft und dieser Lümmel spielt jetzt bei der Hertha, aber zum Glück nicht als erster Keeper. Carsten Rotenbach, Adam Chlusek, Sebastian Prödel, der Hunter, Klaas-Jan Huntelaar, Mario Götze, Ryan Bubble, Mike Hanke, José Manuel Jurado, Patrick Helmes, Luis Gustavo, da ist er. Wieso macht man Luis Gustavo hier auf dieses Spezialpack und dann hat er nur 61? Was ist denn da los? Sonny Kittel, Markus Mendler, Erik Jendrisek, Michael Silvestre, Daniel Schwab, Antonio da Silva, Christian Eichner, Marcel Risse, Mohamed Abdelaue, nicht El Abdelaui, Abdelaue ist das hier bloß, Paolo Guerrero, Markus Thorand, Jan Moravec, Thomas Heinal, Sammy Alagui und der Herr Oliver Baumann. Das waren jetzt die ganzen Basekarten hier im Topps Magitex Spezial Extra Pack. Das ist natürlich hier die 2010er, 2011er Serie, habt ihr ja schon gesehen, oder die Magitex-Experten wissen ja auch gleich, wenn ich sage orangene Serie, aha, das ist die 10er, 11er, 11er Serie. Und wir machen jetzt weiter, 11, wir machen jetzt weiter mit den Glitzerkarten. Da haben wir Marco Reus, Leute, Marco Reus von Borussia Mönchengladbach. Und schaut euch mal an, wie er früher hier noch aussah, als Fan-Favorite. Richtig nice, Marco Reus, die erste Matchwinner, Fan-Favorite-Card kann man so sagen. Leverkusen Mittelfeld, Michael Ballack. Oh yeah, das ist schon, ja, mehr eine Legende, sage ich mal. Michael Ballack war auch im Diensten der deutschen Nationalmannschaft natürlich erfolgreich unterwegs. Kaiserslautern Angriff, es ist Zürtan Lakic. Hannover 96 Angriff, Didier Jakonan, der ist hier auch auf dem Pack drauf. Dieser Herr ist das, ich glaube, das ist sogar das gleiche Foto. Didier Jakonan Fan Favorite, da wird sich der Lukas Siebert hier wieder freuen. Hannover 96 dabei. Angriff Freiburg. Papis Dembasisse. Wie hieß der andere Typ? Das war dieses Jahr, wo Sisse und Dembaba, stimmt, Dembaba so abgegangen sind. Dembaba damals bei Hoffenheim. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Lukas Barrios von Borussia Dortmund. Von ihnen hört man auch nichts mehr. Angriff Wolfsburg. Grafitsch, Leute. Das Bayern-Tor oder das Tor gegen die Bayern hat einfach alles zerstört. Das Tor gegen die Bayern hat einfach alles zerstört. Grafitsch
bester Mann, Leute. Einfach durch die komplette Abwehr gegangen und dann mit der Hacke reingemacht. Grafitsch war schon ein heftiger Typ. Schalke Angriff, Raul. Aber Raul ist natürlich genauso ein heftiger Typ, ne? Der ist einfach zu Schalke gegangen damals. Einfach zu Schalke gegangen, hat bei Real Madrid gespielt, Leute, bei den Königlichen. Und dann so ein Transfer in die Bundesliga war für damalige Verhältnisse quasi ein 5,26er Wert. Nürnberg, Torhüter, Raphael Schäfer ist das. Oh, das könnte Demba Ba sein. Es ist aber Vedat Ibisevic, Leute, der Vedator von der Hertha, jetzt der Berliner Kapitän-Fan-Favorite. Weiter geht's mit Hamburg. Es ist Ruud van Nistelrooy. Das ist genauso so ein Transfer wie Raul damals. Also Ruud van Nistelrooy, Leute. Auch Legende. Einfach nur eine Legende. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Theofanis Gigas, der griechische Stürmer von den Frankfurtern. Bremen im Mittelfeld, Marco Marin. Ja, ist nie so wirklich richtig durchgestartet. Ne? War immer ein etwas besserer. Aber aktuell, wo spielt er? Ich weiß es gar nicht. Wo spielt Marco Marin jetzt? Hat sich nie so richtig wirklich durchgesetzt, der Marco. Stuttgart Angriff. Es ist Kakao. St. Pauli. Marius Ebbers. Alles klar. Als Fan-Favorite-Karte. Bayern-Fan-Favorite. Oh, jetzt wird's interessant. Es ist Arjen Robben. Arjen Robben als Fan-Favorite-Karte. Irgendwie sieht diese Karte hier am geilsten aus. Muss ich irgendwie dazu mal sagen jetzt hier. Dann haben wir noch Luis Solpi. Der hat irgendwie mehr gemacht als Marco Marin. Luis Solpi ist auch so ein Kandidat. War aber in der Premier League bei Tottenham. War er auch, wenn er jetzt bei Tottenham nicht so wirklich, sage ich mal. Aber bei Tottenham hat er natürlich hier ordentlich gemacht, ne? Letzte Karte. Und jetzt spielt er, glaube ich, beim HSV wieder, Luis Solpi. So, Köln-Angriff. Es ist natürlich die Kölner Legende, Leute, Lukas Podolski. Und irgendwie hat sich das Pack hier richtig gelohnt. Ne? Für 1,50 Euro kann man nicht meckern. Für 1,50 Euro kann man nicht meckern, wenn man diese ganzen Fan-Favorites hier sieht. Habe ich den Fan-Favorite-Komplettsatz jetzt hier voll oder gibt es noch mehr Fan-Favorites? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe die 10er-11er-Serie leider, wie gesagt, nicht so gesammelt. Muss ich ehrlich gestehen. Inklusive 54 Spieler. Blablabla. Tops Fußball, Tops. Leute, das war's jetzt hier mit meinem heutigen Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Haut rein und tschüssi.